ist jetzt Rekrut, nehme ich bloß mal, um das euch zu zeigen. Und danach machen wir die Spielauswertung. So, wir wurden aufgeschweißt. So. So. Wir sind nämlich in so einem... Ja, so ein Flugzeug unterwegs. Und wir müssen eine Geisel retten. We are Piefen. Dafür haben wir... Weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt haben wir 3 Minuten, glaube ich, Zeit und dann wird nachher immer weniger. Also je nach Schwierigkeitsgrad, das wird immer weniger dann. Ja, also ihr seht, ich bin ein bisschen ruhig, ja, bin hier auch gerade angespannt, genau. Um das zu schaffen. Ja. Dann hat man hier natürlich noch so ein schönes Heartbreakers and Life Takers. Thanks for playing. Semper Fi. Ja, das war eben noch der kurze Abschnittslevel, sowie... Ja. Also, das ist auch richtig schwer, wenn man auf Veteran spielt. Umso weniger, wie gesagt, wie ich gerade schon erklärt habe. Bei Rekrut, also auf der einfachsten Stufe, hat man 3 Minuten oder so Zeit und dann geht immer 30 Sekunden oder so runter. Nachher hat man, glaube ich, bloß 1 Minute, um da jetzt durchzulaufen. Und das ist richtig hart. Also ich habe es noch nie geschafft. Und warum muss ich schon wieder gehen? So, jetzt kommen wir zum Spiel. Also Call of Duty 4, Modern Warfare. Steht es hier auch noch oben extra. Richtig cool. Nee, auf jeden Fall, ja, storymäßig geil. Richtig geil. Also, wo ich das erste Mal gespielt habe, also ich war so faszinierend von der Story. Das ist jetzt aber schon 3 Jahre her, wo ich das erste Mal gespielt habe. Und das war richtig geil. Also, ich war richtig eingenommen von der Story. Also, man hat alles bei. Verschwörung, richtig kameradschaftlich, alles hat man bei. Sehr, sehr abwechselnd vor allem. Die Mission, man hat man... Stealth-Mission, dann hier die Sniper-Mission, dann muss man halt den einen versuchen hinterherzulaufen, so jetzt mit hier Sakayevs Sohn, oder man läuft ihm ja hinterher, alles, also Moment. Das Niesen wollte ich euch sparen. Ja, auf jeden Fall richtig geil. Dann Story, also richtig geil, ne 10 von 10 auf jeden Fall. Dann der Sound. Die Waffensounds auf jeden Fall. Das sind Original-Sounds. Da hatte sich Infinity Ward auf jeden Fall mal richtig Geld locker machen lassen. Die sind da richtig zu so einem Army-Schießstand hingegangen und haben die Sounds aufgenommen. Also Respekt. Ich glaube, das ist wohl das einzige Spiel, was ich so mitbekommen habe, wo dieses so gemacht wurde. Andere wird mehr so digitalisiert und mit, sag ich erstmal, Synthesizer und alles so programmiert, die Waffensounds. Aber die haben da richtig an den Waffen den Mikrofon Puschel da rangehängt und die ganzen Sounds aufgenommen, also richtig geil. Ja, denn die ganzen Dialoge, also die ganzen
Zwischensequenzen und Cutscenes. Die sind auch richtig geil, also super. Also man wird, finde ich, mit der Story immer durchzogen. Also man weiß, was Sache ist, auch wenn man nach längerer Zeit nicht gespielt ist. Klar ist die Level-Reihenfolge, also Abfolge. Töt mal den oder lauf dahin und da. Zwar immer das gleiche, aber immer ein anderes Level-Design. Und ja gut, sind auch immer Massen an Gegner, was ich nicht so schön finde, bis man halt den Punkt findet, den Speicherpunkt, wo es dann aufhört. Aber ansonsten Sound, Sprache, alles auch 10 von 10, also ist richtig geil. Dann kommen wir halt zum Gameplay, war ich ja gerade schon mit bei. Story, es war richtig, also richtig geil, aber die Abfolge, die ist sehr eintönig, sag ich jetzt mal. Man kommt rein in der Mission und kommt gleich ins heftigste Geballer. Das ist, war ja schon immer in jedem Call of Duty. Egal, 1, 2, 5, was weiß ich, welches Teil man dann nimmt. Man kommt in eine Mission rein. Gut, lauf. Mal 300 Meter, sag ich jetzt mal. Und man kommt gleich in so eine übelste Schlacht rein. Und die Gegner enden und enden nicht. Man, wo ich das allererste Mal Call of Duty gespielt habe, das war Call of Duty 2. Oder 1, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, das war Call of Duty 2. Ich habe mich da echt hingesetzt. Meine ganze Munition auf die gebracht. Dings, dann hatte ich keine Munition mehr. Ich dachte, gut. Im Vorfeld, die müssen doch mal irgendwann aufhören. Dann bin ich nachher, weil ich keine Muni mehr hatte, vorne, also weitergerannt, um Munition zu holen. Gut, stand oben, Speicherpunkt. Haben mir nichts bei gedacht und guck. Irgendwie hören doch jetzt die Gegner auf. Das wäre natürlich noch eine Verbesserungsvorschlag von mir auf jeden Fall, aber wenn sie das wieder rausnehmen würden, dann wäre es kein Call of Duty mehr. Also das zeichnet, finde ich, schon Call of Duty. Ja, auf jeden Fall so vom Gameplay und alles her auch richtig gut. Da würde ich aber, ja gut, eine 9 geben wegen den Unende. Wegen den, ja gut, 10 kann man geben, man muss sich halt dran gewöhnen, ist halt Call of Duty und da kommen halt die Gene ohne Ende, ansonsten das ganze Gameplay und alles stimmt, alles, es passt. Die Story, aber halt, ja, geh dahin, dann kommen Massen an Gegner und weiter, na gut, das ist, ja gut, 9, ich sag mal 9,5, meiner Meinung nach, der andere sagt, na gut, 5, oder was weiß ich, jeder hat seine eigene Meinung, ist auch gut so, finde ich. Die Grafik. Das Spiel kam, glaube ich, 2007, 2008, irgendwie so raus, da weiß ich jetzt nicht. Müsste man, oder müsste ich jetzt nachgucken. Auf jeden Fall war es zu der Zeit, glaube, das kam gleichzeitig oder ein Jahr später mit Crysis raus, mit Crysis 1. Bin mir auch nicht sicher, auf jeden Fall war es zu der Zeit auch beste Grafik ohne Ende. Zwar, wenn es mit Crysis 1 zugleich rauskam, war Crysis 1 oder so Maß aller Dinge zu der Zeit. Vor vier Jahren, glaube ich. 2007, glaube ich, kam es raus. Aber trotzdem, Call of Duty hatte damals schon richtig geile Grafik. Also Call of Duty 4 jetzt. Und es ist einfach geil an dem Spiel. Also zwar sehen die Waffen zwar eckig aus, aber wie gesagt, kam, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren raus. Bin ich mir aber nicht sicher. Könnt ihr ja noch unterschreiben. Ansonsten auch 10 von 10, richtig geil. Ja. Naja, warum bin ich so müde? Genau, weil ich krank bin. Scheiße. Egal. Könnt ihr vergessen. Nee. Was gibt noch? Auf jeden Fall, Call of Duty 4 ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Der Multiplayer soll auch richtig geil sein, aber da ich das Spiel bloß vom Kumpel hab und es nur geliehen hab, um durch zu Let's Playen, beziehungsweise, nee, gar nicht, direkt schon mal, ja doch, genau, da habe ich mir wieder geholt, habe ich vom Kumpel bekommen, ich habe ja gesagt, vor 3 Jahren habe ich schon mal gespielt, da habe ich es mir geholt und draufgelassen, aber jetzt halt, dann habe ich es wieder runtergeschmissen, jetzt habe ich es wieder raufgemacht zum Let's Playen. Darum auch noch meine anhaltenden Spielstände. Die habe ich nämlich nicht gelöscht, hätte ja sein können. Ich will noch weiter spielen, was weiß ich. Ja, ansonsten, das Spiel hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Empfehlenswert, wie gesagt. Und ja, also hiermit beende ich denn Let's Play Call of Duty 4 Modern Warfare.
Mir hat es richtig viel Spielspaß gebracht. Und hoffe, euch hat es zusehen Spaß gemacht. Call of Duty Modern Warfare 2. Mal sehen, vielleicht mache ich's. Oder warte damit noch, bis Call of Duty Modern Warfare 3 draußen ist. Eigentlich wollte ich jetzt noch vorher schaffen. Ja, mal sehen, ob ich es schaffe. Ansonsten wird es parallel laufen, weil Modern Warfare 2 kennt ja eigentlich jeder. Oder ich werde es pausieren. Naja, mal sehen, wie ich es schaffe. Beziehungsweise wie ich es mache. Das werdet ihr ja sehen. Auf jeden Fall. Man hört sich in alten, neuen, keine Ahnung, Infovideo, was weiß ich, keine Ahnung. Man hört sich auf jeden Fall. Oder man liest in die Kommentare sich, keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht. Genauso viel wie mir. Und ja, damit verabschiede ich mich. Ich bin euer Adlerwache 1993. Ciao, Leute.